Kommen nun zum Tagesordnungspunkt Nummer 3. Das ist ein Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90 die Grünen und Fraktion der Linken. Und zwar betrifft die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses von Berlin für die 17. Wahlperiode. Hierzu gibt es einen Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen, der Fraktion Die Linke und der Abgeordneten Martin Delius von der Piratenfraktion sowie einen Antrag der Fraktion Die Linke, Änderung der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses von Berlin der 17. Wahlperiode und Anträge der Piratenfraktion, Änderung der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses von Berlin 17. Wahlperiode. Für die Beratung stehen den Fraktionen jeweils 5 Minuten zur Verfügung. Es beginnen die Piraten, die darum gebeten haben, in zwei von Ihnen zu reden. Bitte schön, die Nummer 1 für 2,5 Minuten. Guten Tag, Herr Reinhardt, bitte walten Sie Ihres Amtes. Ja, danke schön, Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren. Die Piraten sind neu im Parlament. Wir hatten wenig Zeit und widrige Bedingungen, um uns auf diese Sitzung vorzubereiten. Jedoch haben wir uns intensiv mit der Geschäftsordnung dieses Abgeordnetenhauses beschäftigt. Und, das soll nun kein Affront an das Hohe Haus darstellen, wir haben festgestellt, dass wir mit dieser Geschäftsordnung in dieser Form nicht in Gänze vernünftig arbeiten können. Wir haben einige Probleme identifiziert und diese in zwei Bereiche eingeteilt. Diese Bereiche haben wir in zwei Blöcken von Anträgen auf den Ihnen zur Verfügung stehenden Schriftstücken aufgearbeitet. Es geht zum einen um die Unbehandlung, um die Ungleichbehandlung kleiner Fraktionen gegenüber großen Fraktionen. Und im zweiten Block geht es um die Stellung einzelner Abgeordneter. Diese Vorstellung wird von mir und meinem Kollegen Pavel Mayer erfolgen. Ich werde jetzt im Folgenden auf die Gleichstellung der Opposition und die Stellung der kleinen Fraktionen im Hohen Haus eingehen. Die Gleichstellung der Opposition und das Recht auf politische Chancengleichheit ist im Artikel 38 Absatz 3 der Verfassung von Berlin geregelt. Diese Gleichstellung ist auch zu sehen, zum Beispiel in finanzieller Form in der Oppositionszulage, die den Oppositionsfraktionen zusteht. Des Weiteren ist zu sehen, in der Verfassung von Berlin, dass die kleinen Fraktionen in jedem Ausschuss vertreten sein müssen, was zeigt, dass die kleinen Fraktionen im Grunde den gleichen Status wie die großen Fraktionen bekommen sollen. Leider ist dieses an mehreren Stellen in der Geschäftsordnung so nicht zu sehen. Zwei Punkte, die ich nennen möchte. Der erste Punkt ist Artikel § 12 Absatz 1. Dort ist geschrieben, dass nur zwei Vizepräsidenten gewählt werden nach de Hond. Dies bedeutet in diesem konkreten Fall, dass uns sowie zwei weiteren Fraktionen beziehungsweise einer weiteren Fraktion, wenn man den Präsidenten dazu zählt, kein Vizepräsident zusteht. Das empfinden wir als Ungleichbehandlung. Dies würden wir gerne ändern und uns ist bewusst, dass wir dazu auch die Verfassung in Artikel 41 Absatz 2 ändern müssen. Wichtig ist dies, damit wir in Arbeitszusammenhängen vertreten sind und um die Gleichstellung der Fraktionen auszudrücken. Ich weise darauf hin, dass das Präsidium einen überparteilichen Charakter hat und keine Parteipolitik oder Fraktionspolitik machen soll. Diese Regelung ist übrigens im Bundestag und auch in mehreren anderen Landesparlamenten bereits üblich und sollte bei uns eigentlich eine Selbstverständlichkeit darstellen. Ich weise auf einen anderen Paragraphen hin, das ist der Paragraph 56 Absatz 1. Es geht um die Einberufung von Sondersitzungen. Geregelt ist, dass dort 20% dieses Plenums, 20% der Abgeordneten zusammentreten müssen, um eine Sondersitzung einzuberufen. Das bedeutet, dass drei der hier anwesenden Fraktionen eine Sondersitzung einberufen können, zwei Fraktionen nicht. Wir empfinden dies als Ungleichbehandlung und möchten diesen Artikel auch ändern. Notwendig ist dies zur Wahrnehmung unserer unmittelbaren Verfassungsaufgaben nach Artikel 40 Absatz 2. Herr Reinhardt, ich möchte Sie nicht unterbrechen, aber wenn Sie sich Ihre Zeit geteilt haben mit einem anderen Kollegen, sollten Sie allmählich zum Ende kommen. Danke, ich komme zum Schluss. Es war uns wichtig, hier an dieser Stelle eine Positionierung vorzunehmen. Es geht uns nicht darum, dass die Piratenfraktion eine Sonderstellung möchte, sondern wir möchten gleichberechtigt agieren können. Es ist uns wichtig zur Wahrnehmung unserer Aufgaben, die uns vom Bürger aufgetragen wurden. Darum bitte ich darum, dass diesen Anträgen in dieser Form zugestimmt wird und gebe weiter an meinen Kollegen Pavel Mayer, der den zweiten Block vorstellen wird. Dankeschön. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt die SPD-Fraktion.